Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Gadget des heutigen Tages. Und jetzt gibt's mal was richtig Leckeres, mal gerne für zwischendurch. Etwas, was man bestimmt auch an anderer Stelle für teures Geld kaufen kann. Aber warum kaufen, wenn man es so toll selber machen kann? Ich traue mich gar nicht, meine Begleitung zu fragen, ob sie gerne zwischendurch mal was Süßes isst. Vor allen Dingen, wenn du es tust, frage ich mich, Miss Germany 2015 neben mir, Olga Hoffmann, wo du das eigentlich hinsteckst. Bist du ein kleines Schleckermäulchen, Olga? Auf jeden Fall. Ja. Ich nasche sehr, sehr gerne. Das sieht man dir nicht an. Das versteckst du ganz hervorragend. Dankeschön. Ja. Was naschst du denn ganz gerne? Auch mal ein bisschen Gebäck oder sowas? Vielleicht doch, auch mal ein Stück Kuchen? Doch, auf jeden Fall. Kekse, ja. Plätzchen, Kuchen, das ist so meins. Hätten Sie das erwartet von der amtierenden Miss Germany 2015? Ich dachte, die Mädels knabbern nur an zwei Blättern Salat rum und dann und ernähren sich irgendwie ansonsten nur mit ganz normalem Wasser hier. Aber wenn du ein Leckermäulchen bist, dann wirst du sicherlich auch gelegentlich schon mal in den Innenstädten unterwegs sein und vielleicht auch schon mal an den Donut oder an diesen Cupcake-Geschäften vorbeilaufen. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Oder? Sind sehr, die sehr nicht lecker? Oh, ja. Oh, ist das ein Knaller? Wir haben bei uns in Köln übrigens auf der Ehrenstraße einen Cupcake-Laden. Die Cupcakes kosten da, glaube ich, pro Stück um die 7,50 Euro, 8 Euro, je nachdem, was sie da für ein Modell nehmen. Haben gefühlte 5000 Kalorien, aber sind so unglaublich lecker. Ja, da denkt man dann auch gar nicht mehr dran. Eben, genau. So, das müssen Sie nicht unbedingt ausgeben, liebe Zuschauer, denn in der Zukunft machen Sie mit unserem Cupcake, Cake Pop und Donut Maker ganz einfach diese leckeren Schweinereien, diese leckeren Süßigkeiten ganz einfach und komfortabel selber. Und das Schöne ist, dass wir Ihnen hier sowohl für die Donuts als auch entsprechend für die Cake Pops hier und natürlich auch für die, Moment, das sind die Cake Pops hier und entsprechend also auch für die Cupcakes genau die passenden Aufsätze mitliefern. Und ich denke, das ist mal eine tolle Möglichkeit, vielleicht zwischendurch auch mal seine Kinder, seine Enkelchen oder vielleicht auch mal Gäste zu verwöhnen. Wie verwöhnst du deine Gäste, genau, wenn du Besuch hast zu Hause? Ja, ich mache auch immer so kleine Naschereien, alles auf den Tisch stellen, vielleicht so kleine Baguettes und auch so Gebäck und genau. Also das wäre auf jeden Fall eine gute Alternative. Eine gute Alternative für zu Hause, oder? Das Schöne ist, man kann hier denkbar einfach und leicht die entsprechenden Aufsätze wechseln. Das heißt, Sie können hier im unteren Teil kurz die Arretierung lösen. Warten Sie bitte, bis das abgekühlt ist, wenn Sie es vorher benutzt haben. Und dann setzen Sie ganz einfach den nächsten Einsatz wieder rein. Ganz einfach hier und dann das Ganze wieder festklappen. Das Gleiche gilt für den oberen Bereich auch. Schön natürlich, dass wir hier einen automatischen Abschaltmechanismus haben. Das heißt, wenn die maximale Temperatur erreicht ist, muss man keine Angst haben, dass irgendwelche Cupcakes oder auch die Donuts verbrennen, geschweige denn auch die Cake Pops. Das wird also alles hier entsprechend perfekt gelöst. Also bei der Höchsttemperatur wird das automatisch abgeschaltet. Das wird automatisch abgeschaltet. Du hast das ähnlich wie bei einem Sandwich-Maker oder auch bei einem Waffeleisen zum Beispiel natürlich jetzt hier mit den entsprechenden Bezeichnungen. Das heißt, hier ist die Lampe rot, solange das Gerät noch nicht auf 100%iger Temperatur ist. Grün leuchtet die Lampe dann, wenn die Temperatur erreicht ist, um dann entsprechend die Donuts, die Cupcakes oder auch die Cake Pops dann fertigzustellen. Den Teig kann man selber anmischen, das finde ich ebenfalls super. Ich möchte wetten, unabhängig von der ein oder anderen Nascherei, wirst du aber trotzdem auf deine Ernährung achten, oder? Könnte ja, das ist auf jeden Fall ein Muss. Ist es da nicht super, wenn man weiß, was drin ist in den Lebensmitteln, die man zu Hause zubereitet? Auf jeden Fall, klar. Ja, ja. Das ist ganz richtig. Und ich denke, dass es wahrscheinlich vielen von Ihnen zu Hause ähnlich geht. Da weiß man ganz einfach, was man da im Einzelnen drin hat. Und wie das aussehen kann, wie so ein Donut, wie so ein Cupcake oder auch ein Cake Pop aussieht, das können wir uns natürlich gerne mal anschauen. Schauen Sie sich das mal an hier. So sieht das aus, den Teig schön ordentlich vorbereitet und dann wird es einfach nur eingefüllt. So einfach ist das. Mehr muss man gar nicht großartig machen, oder? Nee, ganz simpel. Wie würdest du dann später dekorieren? Ja, man kann ja verschiedene Sachen machen, ne? Also man kann das... Ich glaube, da ist der Fantasie gar keine Grenzen gegeben. Vielleicht mal mit ein bisschen Puderzucker oder vielleicht mal mit ein paar Streuseln. Oder die bunten Perlchen oder was. Kinder lieben übrigens auch diese ganz normale Lebensmittelfarbe, die man mitunter schon mal im Supermarkt kaufen kann. Die kriegen sie eigentlich an jeder Ecke. Kostet, glaube ich, 1,50 oder was zum Verzieren dieser Elemente. Wir haben hier schon mal ein paar sogenannte Cake Pops vorbereitet. Fand ich im ersten Moment etwas befremdlich sozusagen. Kuchen am Spieß. Aber in England, speziell in London, dort, wo diese Cake Pops herkommen, ist das ein riesengroßer Trend und der schwappt Gott sei Dank auch langsam zu uns rüber. Ja, hier in Deutschland jetzt aber auch langsam, ja. Also ich nenne die auf jeden Fall Kuchenlollis. Kuchenlollis, das ist eine schöne Idee hier, oder? Liebe Zuschauer, wenn Sie das in der Zukunft für Ihre Kinder oder vielleicht auch mal für Ihre Gäste im Allgemeinen selber machen möchten, dann greifen Sie hier bitte zu bei unserem Donut, Cupcake und Cake Pop Maker für unter 40 Euro mit der NC3686 und der 569. Danke fürs Interesse, es geht direkt weiter. Bleiben Sie bei uns.